Willst du nochmal probieren? Ja. An der Decke gehe ich dann jetzt rein. Genau. Wirklich ganz on top. Und ich gucke hoch. Ich gucke so hoch, weißt du? Ja. Hab wieder Gamer jetzt gekriegt. Ja, ich stehe halt jetzt scheiße, ne? Wenn ich rangehe, ich sterbe als Gamer. Kannst du was machen? Nee, muss raus. Ich hab Gamer jetzt gekriegt. Ja, komm. Ich gehe voll rein jetzt. Ich bin jetzt voll drin. Bin tot. Es sind nur Tech-Turrets. Keine Tech-Turrets. Dann soll ich dann mit dem Stego kommen und Tech-Rifle und wir schwimmen einfach drauf zu. Vielleicht ist auch die andere Seite der Call. Die andere Seite hat eine gute Ecke, ja. Konnte ich beobachten. Ich probier mal was. Ich glaube, es könnte echt ein Stego-Call sein. Stego kriegt da nicht so viel Damage, ne? Hast du einen gebredeten Stego? Ich nehme hier so einen gejeteten von denen. Aber den müssen wir dann healen. Nee, 53k full. Okay, ich lade mich hoch, ich komme. Hast du eine Tech-Rifle am Mann? Ja, zieh mal drauf auf die. Hat keinen Damage in den Compartments gemacht. So, hier ist der Chef Monnen. Okay, also das muss schnell gehen. Kann man hier unten ums Eck? Nee, nicht hinten. Wir gehen von vorne rein, weil da komme ich direkt an den... Ja, hier meine ich. Hier, von hier würde ich... Rechts, ja, du kannst von rechts rein. Hier würde ich den droppen. Und ich habe... Flak brauche ich ja nicht eigentlich, ne? Wenn alles klappt, brauche ich ja eigentlich keinen Flak, oder? Eigentlich nicht. Für eventuelle Zwischenshots wäre schon ganz gut, ja. Ich hole den Tusong schon mal ran, ne? Soll ich den Tusong schon mal reinwhisteln einfach mal? Als Blockado? Ja. Wenn du willst. Du bist ja gut da drin, ne? In sowas, in so reinwhisteln. Komme ich da rechts an ihm noch vorbei? Kriegst du noch näher? Den an die linke Front? Na klar. So richtig so dahin? Sag doch jetzt mal, Chef. Deckt halt nicht so viel, ne? Wenn ich da rechts um die Ecke komme, deckt der eigentlich gar nichts. Der Tusong muss halt rechts frontal vorne. Soll ich machen, Monnen? Mein R funktioniert nicht mehr. Also er pfeift, aber es passiert nicht. Er macht keinen... Ja, bei mir reagiert er auch nicht. Ich glaube, das klappt sowieso nicht, ne? Bin ich ganz ehrlich. Okay, jetzt ist er halt voll dahinter. Keine Ahnung, ich muss reconnecten. Meine R-Taste ist verbrannt. Ja, soll ich einfach reingehen? Nein. Meinst du nicht, von hinten kann ich näher dran? Also muss eine kürzere Strecke nur schwimmen? Nee. Und ich sage dir, eine Wall halte ich hier auch wieder für Schwachsinn. Hier müssen einzelne Turrets... gespreadet hin, dann musst du nämlich jedes einzeln clearen. Okay, von wo soll ich? Was ist mein Wankel? Wie, probier einfach, wie du denkst. Guck mal, siehst du hier den Stein? Ich würde von links hintergehen, aber... Von hier? Guck mal hier, siehst ja, du mich? Von, ja, zieh einfach durch und von da aus dann sozusagen rechts an den Tentakeln vorbei. Oder auch gerne von, einfach über den Dings drüber. Sag jetzt nicht, der hat keinen Sattel. Nee, hat er nicht, aber ich habe einen ja mit. Sag, wenn du losgehst, dann zieh ich mir Flak an und geh auch mit rein. Okay, warte. Mein Weg geht rechts an den Tentakels? Irgendwie, ja. Oder drüber, oben drauf? Ich würde oben drüber einfach gehen. Okay, bin ich im richtigen Mode? Ich muss mich jetzt beeilen, auch wegen Hunger. Oxygen, ja. Ja, genau, Durst. Wasser. Fuck, wegen Luft. Oxygen. So, rein, Monnen, rein. Ich gehe rein. Okay, los. Ich versuche von oben zu connecten. Ja. Und versuche dann mit der Rifle auch noch drauf zu haltingen. Auf welches Vakuum gehst du? Das rechts vorne. Okay, ich krieg die ersten Hits. Ich krieg Gamer-Hits. Nee, gibt's nicht. Weil du hast den falschen Plate drin. Lol, warum ist er denn? Du hast C gedrückt. Weil ich abtauchen wollte, weißt du? Ja, Monnen. Ich bin da unten noch nicht einmal gestorben, wollte ich nur sagen. Ja, weil du auch der bist, der wieder die coole Sache mit dem Hai machen darf. Und ich, ja, willst du tauschen? Nee. Weil du Angst hast, richtig reinzuscheißen mit dem Hai, ne? Nee. Guck mal, du musst in den Hai reingucken, da ist es drin. Da können wir direkt los, warte, bitte. Das für dich. So, ich habe keine Füßchens an, aber ist egal, ne? Ich habe jeden Fußfetisch, ne? Ja, solange du nicht wieder C rückst, sollte das kein Problem sein. Ja, das war, weil ich abtauchen wollte, Monnen. Du weißt doch, wie es ist hier. Nee, so doof kann man nicht sein. Das ist ja illegal eigentlich schon. Und direkt los. Nee, was passiert? Nee. Hab ich den gewisselt? Du hast den gepfiffen! Ja, oh, Junge. Aber egal, der hat eh fast nix geblockt. Okay, Cryo-Dings ist weg. Ich würd goen. Soll ich? Ich go, ne? Ja, mach doch. Dann, es wird nichts, es wird so hardcore nichts. Okay, warte, dann pfeife ich den wieder rein. Warte, ich kann... Ja, dann ist dein Stego gleich tot. Ja, der ist jetzt schon halb Dings. Ja, geh los, dann jetzt rein! Echt? Okay, ich dachte... Ja, jetzt musst du! Okay, ich geh rein. Ja. Ich krieg auch so Gamer-Hits. Bin tot. Ja, so viel zu. Und ich habe das immer gesagt. Und die anderen, alle Leute schreiben immer in die Kommentare: Nein, es geht nicht. Doch, man kann gehittet werden. Wir bräuchten einen Golem. Digga, das machen wir schnell. Ein Golem? Ja, oder? Wir nehmen uns jetzt zwei. Das machen wir jetzt. Wir nehmen uns zwei Mechs, gehen auf Ragnarok und tamen uns zwei Golems. Lass mal Scorched Earth. Und tamen uns da zwei Golems. Und dann gehen wir mit Primsätteln gegen fünffachen Turret DMG da rein. Ja, der Simi einfach zu schlecht in Arc. Na, mir lag's nicht. Dem jetzt lass mich meinen Linseneintopf essen hier in Ruhe. Ja, dann geh ich jetzt eine Runde LOL spielen. Nee. Ja, wenn wir hier nicht vorankommen, wenn du da auch... Du bist ja ein Pessimist, Digga. Was soll ich denn machen? Du willst mit... Wirklich, du kriegst es mit dem Stego nicht hin. Dann sag ich, ja, dann lass uns das auch so und so machen. Nee. Ja, dann machen wir es so. Nee.
geht ja erstmal. Du bist ja ein Pessimist, sagt er. Du bist ja ein Raid-Verweigerer. Ja, Moment, wenn man hier zwischenmenschlich seelisch beim Raid wieder enttarnt wird einfach. Nee, ich bin pessimistischer Realist. Pessimistischer Raid-Verweigerer. Ja, das, weißt du, das ist die beste Art. Nee, so wird man nicht so oft enttäuscht. Dann lässt man es lieber ganz, weißt du? Super. Okay, Monin, dann lass uns jetzt einen Golem holen. Lass uns einfach gut gucken hier. Wir sind super viele 30er. Den oh, Monin. Zum Tame-Nockt. Oh, ja. Hier ist bei mir ein toter PT mit Gamer daneben. Also ein gefatzter PT. Hatte jetzt nichts so Gutes, ne? Der wurde genatzt. Oh, Monin. Was ist los? Was ist das denn für ein Spot? Alter, Junge, Monin. Was denn? Monin! Ich hab ein Free Raid. Nur okay. Heavies. 100 Heavies ja. Oder was? Was ist das denn aber für ein Spot? Ist da was? Nee, ne? Ja, das ist witzig. Das können wir echt holen. Mann, ich find so viele. Alle Schrott. Ich hör dich. Ich komm gleich zu dir rüber und dreh dich. 105 und 100 nebeneinander. Du kriegst wieder die guten. Ich krieg wieder die Scheiße ab, ne? 125, Monin. So, sag mir, wo du bist. Dann komm ich vorbei. Dann kill ich ihn kurz. Dann esse ich noch ein bisschen von meiner Suppe hier. Soll ich ihn dir aufwecken? Ach, raus die Bestie. Raus damit. Boah. Okay, schießen wir jetzt mal mit der Kanone. Ich wecke ihn auf, okay? Nein, entspann dich mal bitte ganz kurz. Ich muss gerade mal hier clearen. Das halt so aus, als hätte ich auch was gemacht, weißt du, Monin? Ja, warte, entspann dich. Du kannst das. Ja. Und denken die, ich bin ganz schlecht und esse hier nur einen Linseneintopf oder so. Dabei stimmt das nicht. Nee, du lässt mich doch üben. Ja, komm, dann wecken mal aus, bitte. Schaffst du nicht ohne mich, ne? Nee. Jo, hab ihn auch dir aufgeweckt. Ich stell mich straight hinter dich und bleib hier stehen. Erste Kanone fliegt. Sauber. Zweite Kanone fliegt. Sauber. Guter Hit. Die waren sauber. Ja, die erste war auch ein Hit. Oh, da hat er sich gebückt. Warte den Steinwurf ab. Boah, wie cool du aussiehst. Alter, Monin. Das gibt Coolness-Punkte, echt. Und Bats in den Koppes. Er hat sich kajoniert. Hä? Ich mach ihn, Monin. Er ist Knockout gegangen. Ey, lol. Ist er tatsächlich, what the fuck? Oh, guck mal seine HP an. Das ist die ultimative Tarnung und er hat, als ob du ihn so gezwockt hast. Jetzt kommt ein Sturm. Hä, hey, Cryopods funktionieren nicht, oder? Ja, Monin, das ist natürlich wieder sehr... Das ist immer bei uns, ne? Bist du schon abgebubatzt? Komm her, mein kleiner Bubi. Ist hochgebubatzt? Ja, soll ich noch, Drops looten? Vielleicht kriegen wir noch einen Golem-Cell. Komm jetzt, Förster, direkt einen Golem. Noch ein Flak-BP und noch ein Stego-Cell. Sharks hat einen kleinen Hoden vielleicht. Nochmal Flak-Schuh-BP, Hosen-BP. Hab gleich ein ganzes Flak-Set hier zusammen, Junge. Gibt's doch gar nicht. Okay, Moonen, drück, mach jetzt, was gibt's Glück, Beschwörungsritual. Soll ich was opfern? Ich opfer was. Uga, uja, uga, uga. Kann ich was opfern? Ich opfer den Mac. Hab ihn geopfert für den Blueprint. Und jetzt ist hier ein Blueprint drin, wahrscheinlich. Nee, aber Flak-Dings... Ja, ich opfer doch den Mac nicht, auch wieder mitnehmen. Dann opfer ich nix, Junge. Du hast auch nicht richtig geopfert. Du hast ihn zur Seite gelegt, weißt du? Das könnte... Soll ich ihn jetzt mal richtig opfern? Ich finde keinen Bubat einfach. Es ist zum Schreien hier. Gelber Drop, bei dem opfer ich jetzt wirklich. Soll ich einen Pre-Opfer auch leisten? Ich mache so, Monin, ich opfer jetzt. Ich opfere die ganzen Flak-Sachen. Muss dein Anus opfern. Den Snow-Ovel-Sattel. Ja, der tut ein bisschen weh, den opfer ich auch. Habe ich in den grünen Drop getan und dafür möchte ich jetzt einfach nur als Tausch den Golem-Sattel... Aber den Snow-Ovel-Buffy? Nee. Was machen wir, wenn das jetzt nicht geklappt hat? Dann flitzt du ganz schnell zurück und holst dein Opfer. Er hat jetzt nicht direkt funktioniert. Gebe ich zu, aber vielleicht war das auch für den Blauen da hinten, hat er das erst gezählt. Vielleicht braucht er ein bisschen, bis das Opfer hat. Weißt du, der Drop... Stimmt, der Drop muss ja erst despawnen und dann zählt das Opfer erst. Und es ist... Nee. Moonen, hier sehe ich was Mysteriöses. Guck mal hier. Aha, Moonen. Aha. Alter, ist das fett. Oh, Moonen. Da habe ich was Mysteriöses gefunden, oder nicht? So, jetzt der Lila, der hat das Opfer gezählt. Guck, wie der leuchtet. Das sieht für mich stark aus wie die Opfergabe. So, Moonen, stopp. Du baust die Base. Schon mal gar nicht alleine jetzt. Aber nicht, was machst du denn da? Wie? Warte. Wie stellst du dir das vor, dass hier dann der Boden ist? Mal so als Frage. Mach hier, wo ich bin, das Bodenlayer. Dann haben wir schöne Fläche. Weil hier unten ist Zock. Nein, das brauchen wir nicht. Och, Mann, das ist doch Quatsch, was du da jetzt machst. Das ist doch Platzverschwendung. Ja, und und dann stehen wir hier schräg an der Wand immer und oder was? Da können wir doch Tames reinstellen hier unten. Du bist echt ein Quatsch, Polopis. Hey, hier unten baue ich hier Tames rein. Also tiefer als so gehe ich nicht. Junge, bis hierhin hoch kannst du doch... Da hast du doch jetzt schön Boden genug mit deinen dicken... Alter, Junge, das ist nicht größer als die jetzige Base, du Horst. Guck dir das doch mal an. Hier ist dann der Boden. Hier.
Das ist so wie die jetzige Base. Lost vom Feinsten, da baue ich auch nicht den Generator hin, sag ich echt. Ich habe extra Zeit mitgenommen, weil ich hier helfen wollte, aber das mache ich nicht. Das akzeptiere ich nicht. Doch, da wo die Mainbase mit allem Loot sein könnte, macht der jetzt einfach so ein 3x3 Boden draus. Welcher inklusiv. Das, was du jetzt gebaut hast, das sollte der Boden sein, finde ich. Ja, findest. Dann finden wir ein bisschen. Und das hier sollte der Boden sein. Kannst jetzt mal Jenny placen, ich weiß nicht mehr, wo jetzt schon was steht und wo nicht. Ja, überall. Das ganze Loch ist dann Luft hier. Ich verstehe nicht, warum du so was machst. Du siehst es doch selber ein. Ich bin gut im Bauen, deswegen entscheide ich, wie es gemacht wird. Nee, das hat auch nichts mit Bauen hier zu tun. Das ist einfach nur gerade, du provozierst. Du machst nur, das ist reine Provokation hier. Man könnte hier eine wunderbare Base bauen. Moonen muss aber jetzt hier mal richtig ärgern. Mal richtig, ich reiß das jetzt ab hier. Das langt, nein! Das langt mir jetzt hier, zack. Ich komme wieder nach... Nein, lass es doch, Simi. Warum denn hier unten? Guck dir das mal an. Du willst hier... Predig da drunter was anderes mit Wassertemps. Es geht ja um den Boden, Monnen. Der Boden. Nein, sammel auf. Es ist schon scheiße, hast du schon recht. Nee, die untere Schicht, man kann ja einen Keller machen. Die hier kann bleiben. Man kann ja... Keller machen. Och, dafür liebe ich dich schon wieder. So, guck, dann ist das hier jetzt der Keller. Provokation. Reinste Provokation. Provokatio, Provokationes, Maskulin. Die Provokation. Und dafür provoziere ich jetzt auch und baue schon mal die Crafting-Ecke. Und dann mache ich hier noch, das ist deine Base hier, raus aus meiner Base. Moonen, hier ist deine Base. Die eine da oben? Ja, hier in dem Gang darfst du, hier in dem Gang. Das ist die Crafting-Ecke. Ja, so wie du. Als ob du Tusus breedest. Jetzt ist er hier. Nämlich, guck mal, nämlich, ha, bin ich doch ganz gut. Du kannst es ja einfach bauen und ich baue das dann nachts nochmal richtig. Ja, dann los, komm, rein da jetzt in den U-Bots. Da stehen Tech-Turrets, die haben ausgebaut. Echt jetzt? Ja. Wirklich? Ja. In den 20 Sekunden. Ja, jetzt können wir den auf jeden Fall. Jetzt können wir den. Die Golems fahren dann jetzt ein bisschen lustig. Ist das echt so? Ja. Was machen wir denn jetzt? Oh Mann, Monnen. Was machen wir jetzt, ey? Shit. Einfach unsere Base erstmal dick bauen? Ja, das ist jetzt blöd gelaufen. Ne? Du kannst ja auch sonst Base erstmal bauen. So unten dann schön ausbauen. Oder die Wall oben schon mal bauen. Bist damit einverstanden? Ja. Gut, dann zwacke ich mich raus und du kannst in Ruhe aufnehmen. Tschüss, Meister.